Servus liebe From Software Freunde. Den Mac zu bauen, der zu einem passt, ist in Emerald Core 6 das A und O, um im Söldnergeschäft erfolgreich zu werden. Doch sich seinen Mac der Träume zu erschaffen, kann auch sehr teuer sein, was also voraussetzt, dass ihr auch schon vorher einen guten Mac besitzt, mit dem ihr durch die ersten Missionen kommt. Damit ihr das schafft, stelle ich euch in diesem Video drei unterschiedliche Builds vor, die ihr möglichst früh und ohne großen Aufwand für euch nutzen könnt. Natürlich soll für jeden was dabei sein, deswegen gibt es ein Bild für den Nah- und den Mittelbereich und außerdem ein Tankbild, mit dem ihr richtig Feuerkraft habt. Los geht's! Der erste Aufbau, den ich euch vorstellen will, ist der für den mittleren Bereich, da dieser Bild auch am ausgeglichensten ist. Hier können wir uns auf sichere Distanz begeben, um zum Beispiel ankommende Angriffe rechtzeitig zu erkennen. Wenn es dann aber mal brenzlig wird, können wir aber auch im Nahbereich ordentlich austeilen. Schauen wir uns also mal ganz in Ruhe an, was ich da zusammengebastelt habe. Waffentechnisch bin ich hier so aufgestellt, dass ich in der rechten Hand das Lineargewehr LR 036 Curtis habe. In der linken Hand habe ich die Impulsklinge, um hier im Nahkampf eben auch noch ordentlich austeilen zu können. Und das Teil ist ja sowieso so cool. Auf der rechten Schulter trage ich den Raketenwerfer BML G1 P20 MLT 04, den wir standardmäßig schon von Anfang an haben. Auf der linken Schulter habe ich den Plasma-Raketenwerfer VVC 70 VPM. Und dann kommen wir auch schon zum Rahmen. Hier habe ich als Kopfteil den Melander C3. Als Kernteil habe ich hier den CC 2000 Orbiter. Als Arme habe ich die Arme von der Nachtreiher-Reihe. Ja, hört sich komisch an, oder? Als Beine habe ich den 2C 2000 Crawler. Um dann überhaupt angetrieben zu werden, habe ich den Booster BST G2 P04 mit dem Teil. Stehen wir definitiv nicht in der Ecke wie so ein Stein. Als FLS habe ich den FLS G1 P01, den wir auch standardmäßig von Anfang an haben. Und als Generator habe ich hier den DF GN 02 Ling Tai. Der versorgt das Ganze dann mit Energie. Mit diesem Bild sind wir zu Beginn sehr gut aufgestellt, ohne uns großartig auf irgendeinen speziellen Kampfstil zu konzentrieren und vor allem ohne uns großartig in Unkosten stürzen zu müssen. Mit diesem Bild fahren wir aber auch zu Beginn von Emerald Core eine eher sichere Schiene und können so das Game ganz in Ruhe kennenlernen. Anders sieht es beim Bild für den Nahbereich aus. Hier kommt es vor allem auf Wendigkeit an. Dementsprechend brauchen wir einen leichteren Rahmen, einen passenderen Booster und natürlich eine Bewaffnung, die für ausreichend Feuerkraft sorgt, während sie uns im Kampf nicht allzu träge macht. Dieser Bild ist ehrlich gesagt mein Lieblingsbild. Es macht extrem viel Spaß, damit in die Kämpfe zu ziehen. Es ist ein bisschen schneller und trotzdem nicht ganz so schwierig zu spielen. Doch Vorsicht, wir haben hier nicht ganz so viel Schutz. Vor allem bei großen Gegnern und bei Bossen müssen wir hier höllisch aufpassen, dass wir nicht direkt unter die Räder kommen. Doch ansonsten ist der Bild wirklich top, vor allem wenn wir später darauf aufbauen und zum Beispiel den Tritt und eine neue Bewaffnung hinzufügen. Schauen wir uns jetzt aber mal alles ganz in Ruhe an. Ja, waffentechnisch bin ich hier so aufgestellt, dass ich in der linken sowie auch in der rechten Hand die MG 014 Ludlow habe. Doch in der linken Hand wechsle ich hier ganz gerne mal auf die Impulsklinge, denn das Teil kann im Nahkampf dann doch einiges mehr ausrichten als diese kleine Ludlow, ne? Auf der rechten Schulter habe ich den vertikalen Raketenwerfer BML G1 P03 VTC 08. Was für ein langer Name. Auf der linken Schulter habe ich den Plasma-Raketenwerfer, den VVC 70 VPM. Und dann kommen wir auch schon zum Rahmen. Hier habe ich weiterhin den Melander C3, habe als Kern den Orbiter, habe als Arme sowie als Beine die Teile der Nachtreiher-Serie. Und damit wir ordentlich angetrieben sind und ausreichend Wendigkeit haben, habe ich hier den Booster Alula 21E. Als FLS habe ich hier den FC 006 Abbott, der uns im Nahbereich vor allem aushilft. Und als Generator, der uns hier ausreichend mit Strom versorgen soll, habe ich den Generator VP20S.
Diesen Nahbereichbild können wir mit sehr wenig Aufwand bauen und kommen damit extrem schnell und gut durch die ersten Missionen. Und wenn euch dieser Spielstil gefällt, könnt ihr, wie gesagt, auf diesem Bild auch für den späteren Verlauf weiter aufbauen. Was übrigens für alle Builds gilt. Manchmal reicht es dann schon, nur den Generator und den FLS gegen einen besseren einzutauschen oder einfach die Waffen gegen neue, stärkere und schon ist euer Bild wieder zeitgemäß. Kommen wir nun aber zum Tank-Feuerkraft-Bild, wie ich ihn ganz gerne nenne. Um diese Montage zu bauen, müssen wir allerdings etwas mehr Geld in die Hand nehmen, was heißt, dass ihr schon etwas weiter in der Story seid und ihr dementsprechend auch mehr Teile und Geld zur Verfügung habt. Außerdem ist es wie bei allen anderen Builds wichtig, dass ihr immer wieder die zur Verfügung stehenden Trainingseinheiten abgeschlossen habt. Der Tank-Feuerkraft-Build baut darauf auf, dass ihr in den Kämpfen die Lufthoheit übernehmt und eure Feuerkraft auf die Gegner niederprasseln lasst. Mit diesem Build sind wir allerdings weniger wendig als bei den Builds im mittleren und im Nahbereich. Deshalb empfehle ich euch hier etwas mehr Übung. Nämlich ging es mir zumindest so, dass ich mich erstmal an diesen Spielstil gewöhnen musste. So die ganze Zeit zu schweben und den Energieverbrauch dann ordentlich einzutakten, das hat bei mir etwas länger gedauert, bis ich hier den Dreh raus hatte. Schauen wir uns jetzt aber mal ganz in Ruhe unseren Tank-Mech an. Ja, waffentechnisch sind wir hier so aufgebaut, dass wir das Energiegewehr MAJ200 Ransetsu RF auf der rechten Hand haben. Wir haben auf der linken Hand die Bazooka, obwohl wir hier auch gerne noch irgendwie auf Granatwerfer oder irgendwas wechseln können, insofern uns das dann zur Verfügung steht. Auf der rechten Schulter habe ich hier weiterhin den vertikalen Raketenwerfer. Das Teil ist einfach total genial. Ebenso auf der linken Schulter der Plasma-Raketenwerfer ist zu dem Zeitpunkt einfach mit das Beste, was wir haben können. Und dann kommen wir auch schon zum Rahmen. Hier habe ich als Kopf den Nachtreiher. Als Kern habe ich hier den VP-40S. Habe als Arme ebenso die VP-Serie, den VP-46S. Und habe als Beine die Vierfüßler VP-424. Und damit wir ordentlich angetrieben werden, seht ihr schon, habe ich hier den Alula 21E, der hat am meisten Schub und sorgt trotzdem für ausreichend Wendigkeit. Als FLS habe ich hier den FLS G2P05, der sorgt vor allem im Mittelbereich für die größte Unterstützung. Und als Generator, damit dieses Klotz aber wirklich mit Strom versorgt wird, habe ich hier den DFGN06 Ming Tang. Der hat zu dem Zeitpunkt am meisten Energiekapazität und lädt da wirklich sehr, sehr gut. Der Tank Feuerkraftbild bietet, wie der Name schon sagt, jede Menge Feuerkraft, AP und Haltung, setzt aber etwas Übung voraus, ist dann allerdings vor allem in den normalen Missionen absolut genial, da wir die vorgegebenen Ziele hier meistens ziemlich schnell aus der Luft ausschalten können. Außerdem gibt es einige Bosse, bei denen es definitiv ratsam ist, sie aus der Luft zu bekämpfen, womit wir mit diesem Bild ebenfalls wieder richtig gut fahren werden. Und genau das ist auch das Coole an Armored Core 6 Fires of Rubicon, nämlich haben wir, wenn wir bei unseren Missionen scheitern, immer wieder die Möglichkeit, unsere Montagen zu wechseln und uns somit für die Bosse oder eben für unterschiedliche Gegebenheiten zu wappnen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Builds ihr benutzt und welcher Spielstil euch am liebsten ist. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.